Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Euro Truck Simulator 2. Wir sind unterwegs nach Erfurt, glaube ich. Haben irgendwie die letzte Ausfahrt verpasst. Ein wenig. Deswegen werden wir jetzt hier hoffentlich richtig runterfahren. Und dann auch wieder hoffentlich auf den richtigen Weg zurückkommen. Irgendwie habe ich es bei der letzten Ausfahrt völlig verpeilt. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass wir da... Sah für mich nicht so aus, als müssten wir dort runter, aber irgendwie war das doch wohl der Fall. Nun denn, das fahren wir halt hier runter. Und dann gleich wieder drauf. Und dann sind wir wieder auf dem richtigen Weg. Oh ja, hier müssen wir schalten. Schalten und walten. So, Rasthof Hermsdorfer Kreuz. Nein, da wollen wir nicht hin. Wir wollen hier geradeaus. Und gucken, dass wir unsere Ware abgeliefert kriegen. Pünktlich vor allen Dingen. Restzeit 5 Stunden, Fahrzeit 1 Stunde 35. Das passt. Das passt sogar sehr gut. Ja, da hat man einfach mal ein bisschen Absperrung hingemacht. Tricky, tricky. Ach, da sind sie das Schild am Machen, genau. Ja, ich hoffe, ihr habt jetzt wieder einige Folgen inzwischen auf dem Kanal gesehen. Hat es ja in der letzten Folge gesagt, Freitag, letzte Woche, also die letzte Woche, Freitag, Samstag war ich komplett außer Haus, habt überhaupt keine Videos aufnehmen können, hab nicht mal den PC angemacht. Und konnte deswegen erst ab Sonntag wieder produzieren. Weswegen es halt auch am Sonntag nur ein Video gab. Aber ja, solche Zeiten gibt es auch mal. Real Life, was dann einfach vorgeht. Und ich habe den Kanal ja nicht als Hauptberuf, nicht mal als Nebenberuf. Ich mache ihn halt einfach aus Hobby. Und wird dann immer mal wieder einen Tag geben, wo es wenig Videos gibt, weil ich halt einfach keine machen konnte. Das gehört leider dazu. Ansonsten müsste ich es halt vollberuflich machen und ja, mit 1000, knapp 1300, 1400 Abonnenten wird das mit dem vollberuflich sehr, sehr schwierig. Da braucht man schon ein paar hunderttausend. Und selbst dann ist halt auch immer noch wieder ein gewisses Risiko, ne? Kann man das halten? Oder kommt plötzlich mal irgendwann was anderes? Das geht ja gerade auf der Internetzeit, je nachdem, schon mal sehr schnell, wenn dann irgendein großer Konkurrent kommt und man das nicht rechtzeitig mitkriegt und plötzlich alles von YouTube abwandert, wird dann schwierig. Es gab schon mal einen Versuch, da
eine Videoplattform, die sich da etablieren wollte. Die haben dann, oh, aber zugemacht. Die haben das so nicht durchgehalten. Wie hießen sie? Vidme hießen sie, glaube ich. Hatte sogar mal einen Account dort, hab aber nie was draufpacken können. Weil ich muss halt doch in den meisten Fällen die meiste Zeit geht einfach halt schon drauf für die normalen Videos, die ich für jeden Tag zeige. Also die Upload-Zeit geht dafür schon drauf. Ist rot, ich sollte mal bremsen, oder? Und dann den richtigen Gang finden. Ja, also die meiste Upload-Zeit geht allein für die Videos drauf, die ich halt hier auf dem Kanal zeige. Im Moment geht's ganz gut. Da ist eine Garage. Können wir kaufen? Werden wir kaufen? Und erst geben wir aber das Ding hier ab, natürlich. Und dann haben wir die nächste. Wieder eine mehr. Ich weiß gar nicht, in wie vielen deutschen Städten es so Garagen gibt. Brauchen tun wir sie alle. Das nötige Kleingeld sollten wir haben. Ah, das ist die Baustelle, die wird unser Ziel sein. Wir haben ja fertig Betonwände. Und welch besseres Ziel gibt es als eine solche Baustelle, ne? Jetzt müssen wir nur noch die Einfahrt finden, die müsste aber ja hier sein. So. Genau, da ist sie. So, wir liefern ab. Machen natürlich den 90 EP bestätigen. Das schaut jetzt insgesamt nicht so übermäßig kompliziert aus. Oh, wir haben einen Schwertransport. Kranwagen. Ich glaube, den nehmen wir auch direkt mit. Schauen wir mal, wo der hingeht. Der hat ein etwas ungewohntes Einlenkverhalten, der Anhänger, weil der die Achsen so weit hinten hat. Deswegen reagiert er sehr viel träger. Passt. So. Perfekt abgeliefert. Kilometer, 5 Stunden 38. Sehr schön. Ja, dann gehen wir jetzt noch die
Dings da kaufen. Die hier. Hoppala. Ich sollte einen Gang einlegen. Das hilft ungemein. Ich überlege gerade, ob wir jetzt erst noch pennen gehen oder 4 Stunden 48. Gucken wir gleich mal, was es für Aufträge gibt. Jetzt müssen wir nur erstmal die Spedition kaufen. Nicht, dass man nachher da den Kranwagen am Haken haben, also den Schwertransport, und mit dem Ding dann da irgendwie rangieren müssten. Das muss nicht zwingend sein. Oh, vergessen zu blinken. Hoppala. So, kaufen wir. Ja. Ich will. Und wieder eine mehr. Wieder eine mehr. So, dann gucken wir mal, was es an Aufträgen gibt. Erfurt. Das ist der Kranwagen, der geht nach Polen. Wie gesagt, ich würde da gerne noch ein bisschen in Deutschland bleiben. Oh. Die erste Fuhre geht direkt nach Milano. Kurzstrecken haben die hier gar nicht. Halle hat auch nichts. Die sind schon wieder so weit weg, hätten aber sowieso auch nichts. Schade. Ist die Frage, nehmen wir so einen Transport? Hätten wir auch mal wieder, ne? Haben wir ja auch schon länger nicht mehr gehabt. Wie lange hatten der noch? 7 Stunden. Oder ich gehe jetzt pennen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ich gehe jetzt pennen. Und dann schauen wir noch mal. Und dann so gehen wir ausgeschlafen in den nächsten Job. Ist vielleicht auch kein Fehler. So. Und gute Nacht. Ja, wunderbar, es ist Tag. Wir schauen mal, was wir an Aufträgen finden. Erfurt. Erfurt Halle, wunderbar. Halle waren wir zwar schon. Aber nehme ich trotzdem. Ich möchte nämlich gerne in Deutschland bleiben. Und alle anderen sind deutlich weiter weg. Ja, nehmen wir. Dann kriegen wir vielleicht von Halle aus was Interessantes noch. Und ich muss, glaube ich, immer noch tanken, ja. Ich muss sogar sehr dringend tanken. Das Wetter ist nicht so doll. Um nicht zu sagen, es ist ziemlich Isen. Muss da gerade nur rüber. Hier können wir das nämlich schon abholen. Quasi Nachbarschaftsjob. Zack. So. Genau, den da. Und da hinten steht er, versteckt sich hinter dem Anhänger. Ist schüchtern. So, jetzt lassen wir den Kopf aber drin, sonst werden wir nämlich nass.
machen wir das so. Passt. Passt, passt, passt. Auf geht's. Ja, unsere neue Ladung. Du weißt gar nicht, was wir geladen haben. Getränke. Okay. Und wir haben eine Fahrzeit von 3 Stunden und 6 Minuten. Unsere Molly ist im Level aufgestiegen. Okay. Das gönnen wir der Molly. Und wie gesagt, ich könnte langsam aber sicher eine Tankstelle gebrauchen. Hoffen wir mal, dass bald eine kommt. Wie viele Tonnen haben wir denn geladen? 10, okay. Ist ja nicht so viel. Was spricht denn das Navi? Zwecks Tankstelle. Nichts in Sichtweite. Hm. Sind wir hier in der Tankstellen-Diaspora? Muss gerade mal gucken. Am Zielort gibt es eine. Oder wir fahren halt da lang. Hm. Was spricht denn? Wir haben noch eine Restreichweite von 411 Kilometer, sehe ich das richtig? Ja, 411 Kilometer. Und wir haben eine Strecke von 197. Okay, das können wir machen. Das geht klar. Wir haben jetzt auch keinen Schwertransport, wo man entsprechend mehr Sprit verbraucht. Von dem her können wir es riskieren. Fahren wir zum Zielpunkt. Und tanken dann dort. Ja, in der heutigen Folge werden wir dort eh nicht mehr ankommen. Die geht nämlich nur noch 1,5 Minuten. Und dann ist es vorbei. Ganz klar ein Punkt für die nächste Folge. Machen wir es ein wenig spannend. Schaffen wir es. Eigentlich müssten wir. Unsere Restreichweite ist knapp doppelt so hoch wie der Weg, den wir zu fahren haben. Von dem her sollte dem eigentlich nichts im Wege stehen. Aber Betonung liegt wie bekanntlich auf sollte. Oft genug kommt es ja anders, als man denkt. Lassen wir uns überraschen. Finger vom Handy. Ja, das macht Sinn. Gerade während der Fahrt. Ja, und ich sag dann jetzt aber auch schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ja, wenn wir dann hoffentlich unsere Ladung heile abliefern. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.